Ich wollte heute eigentlich alle Packs öffnen, aber ich dachte mir, lass uns doch lieber die Arena machen. Da ich ja ein Freiticket noch habe, starten wir direkt mit der Solo-Arena. Das heißt, wir spielen gegen KIs statt gegen andere Spieler. In der Arena verwendest du deine Sammlung, um mit einer rekrutierten Armee aus Karten zu kämpfen. Benutze dein Arena-Ticket, um das erste Mal in der Arena anzutreten. Dann müssen wir unser Ticket mal direkt. Wähle die Klasse, die du in dieser Arena spielen möchtest. Schwere Frage. Sind alle sehr interessant. Aber ich glaube, wir nehmen den Kundschafter, oder? Nee, wir nehmen hier die Assassine. Ich mag Assassinen. Hier kommt der Assassine! Gefällt mir irgendwie schon besser Wähle als bei eine Karte, Hearthstone. die du deinem Deck hinzufügen möchtest. Wir versuchen hier uns klein zu halten und gut. Ich mach's wie bei Hearthstone eigentlich, würde ich sagen. Große Kreaturen, wenn sie gut sind. Wähle noch eine Karte und füge so lange Karten hinzu, bis dein Deck vollständig ist. Ich habe die Fledermaus jetzt genommen, weil sie Entzug hat und Prophezeiung und für ihre Kosten recht gut war. Was nehmen wir denn hier? Schwer, das ist natürlich nett, aber das finde ich irgendwie besser. Kostet eins mehr, bringt uns aber eine Kreatur mit 2-2 noch rein. Ohne Wächter ist die Schrott irgendwie. Nehmen wir hier die große. Ein 5-5 Durchbruch. Hier nehmen wir den Durchbruch mal. Für 8 ein bisschen teuer, 4-4, selbst wenn sie 4 Schaden schießt. Die ist zu. Es kommt, ist ein bisschen früh zu entscheiden, was gerade besser ist. Also. Aber trotzdem würde ich hier die nehmen. Die ist sehr gut, das kann uns mal den Arsch retten. Wächter mit 1-1, Schutzzauber oder 1-1er, letzter Atemzug, fügt einer zufälligen Kreatur 3 Schaden zu. Beide sehr nett. Da braucht er 2 Angriffe, um mal vorbeizukommen. Hier kann man eine Kreatur mal rausnehmen. Wir nehmen den. Die ist gerade nicht sehr gut. Das ist zu. Kommt zu sehr aufs Deck an, da wir nichts mit 0 Kosten haben. Würde ich hier eher zu den Vierer tendieren. Zu den 2-2. Wenn du ihn beschwörst, kriegt eine gegnerische Kreatur 2 Schaden und kostet 4. Ist schon okay. Ist jetzt schwer. Hier, die bringt uns aber mehr Handkarten, würde ich sagen. Finde ich.
Ja, nehmen wir sie. Wie sieht unsere Kurve bis jetzt aus? Ja, können den Siedler nochmal nehmen. Hier nehmen wir nochmal den Wächter, der ist auch sehr gut. Drei schießen oder zwei schießen für zwei Mana weniger? Ich nehme die zwei schießen. Ja. Ich nehme hier die Draw-Karte, die könnte gut sein. Legend! Das könnte richtig gut werden. Wir haben einmal eine für 5, die für 4 ist. Und wenn sie beschworen wird, löse den letzten Atemzug jeder verbündeten Kreatur aus. Da wir aber noch nicht sehr viel haben, ja. Dann eine dauerhafte Unterstützerkarte. Verbündete Kreaturen erhalten Dieb 1-1. Das heißt, wenn sie angreifen, kriegen die 1-1 dazu, nach dem Angriff natürlich. Dann haben wir eine für 11. Wenn sie beschworen wird, fügt einem zufälligen Gegner 6 Schaden zu. Zu Beginn deines Zuges beschwört die Kreatur Tochter des Feuer. Was heißt Tochter? Was ist das? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich finde hier die besser. Die andere hat mich mehr interessiert, aber ich will ja auch gewinnen. Es ist wieder so. Die können sehr nett sein. Bewegen, eine Karte ziehen, schießen und fesseln. Das sind unsere zwei Auswahlen. Ich bin für den Schuss. Schon wieder. Pfeil im Knie hat es echt mit uns. Wir haben die jetzt so oft schon gekriegt. Wir nehmen hier noch einen 3-2er Body. Der ist sehr gut. Nice. Wir haben das Stielschwert und direkt eine Kreatur, die 2 kostet, 2 Einsatz. Letzter Anzug, zieh eine 3-0er Stielschwert. Das heißt, wir wissen direkt, was das genau ist und können auswählen. Wer so dumm ist und das nimmt, ja, hier hast du eine bessere für gleiche Kosten, wenn auch nicht direkt hast. Deswegen würde ich sie auch nehmen. Hier haben wir jetzt wieder den Wächter, 1-1, Schutzzauber, ja, für 2. Ja, das würde ich auch nehmen. Die Schlange ist sehr gut, finde ich. Das ist für Durchbrechen sehr gut. Das ist für Wächter echt gut was. Vernichtet einen mit Schaden, das ist sehr brauchbar. Und damit haben wir in einer Folge ja echt den Sieg geholt. Ein Sechser, der zu mir angreift. Das war sehr gut. Und hier haben wir jetzt den dunklen Spalt. Kostet 2, Anwendung 5 Mal. Aktivieren. Fügt einen Gegner einen Schaden zu. Wenn die dunkle Spalt 5 Schaden verursacht hat, opfert sie und beschwört einen Sturmturm. Ein Schaden schießen ist mal nützlich. Das ist sehr gut, da kostet er nur noch 1. Kannst du gut Druck aufbauen. Das ist eher so ein Nachteil. Fügt ein verbündete Kreatur 2 Schaden zu. Kostet nur 2, ja. Aber er würde sich selber auch Schaden zufügen. Deswegen, nein, lieber nicht. Ich bin eher hier wieder für den Zauber. Hier haben wir jetzt wieder die Bewegungskarte. Hier einen, wo ich eher auf Unterstützung oder auch, wenn ich sie aktiviere,
drauf arbeiten muss, aber kann ich nicht großartig. Weshalb ich hier eher wieder den nehme, oder? Ja, wir haben so viele Zweier, können wir den Vierer gerne nehmen. Wieder Lätschen. Diesmal haben wir eine für 4 Kosten, 6-3. Hat beide Attribute, die wir hier haben, Entzug. Und wenn ich sie beschwöre, gibt allen anderen verbündeten Kreaturen in dieser Reihe Wächter. Nice, richtig gut, ist günstig, hat einen guten Effekt. Okay, hat eben nicht sehr viele Leben. Dann einer für der Erzmagier, für Kosten 8, 6-6, Wächter auch, letzter Anzug. Erzmagier fügt allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe 6 Schaden zu. Oh. Und unsere 4-4er, die 4-4er, aber schon entwickelt hier, mit Entzug, auch sehr nice. Das ist sehr schwer, aber Wächter ist einfach zu gut. Aber das kann uns auch mal den Arsch retten. Das ist echt schwer. Wir haben kaum 8er oder was über 5 geht, weshalb ich eher zu denen tendiere oder zu der. Wir nehmen hier die Bombe. Jetzt haben wir für 5 Kosten 4-4. Wenn du eine Aktion ausspielst, fügst du den Gegner 2 Schaden zu. Haben wir so viele Aktionen? 2, 3. Vier, das reicht nicht. Für 0 gibt eine Kreatur Schutzzauber. Ich würde zu den Schutzzauber tendieren. Ja, sehr gut. Und Bewegung haben wir so viele schon. Jetzt haben wir wieder für 0 Kosten, gibt eine Kreatur 1-1 minus. Und für 4 Kosten, Prophezeiung, fügt allen Kreaturen in einer Reihe 2 Schaden zu. Sehr nice. Oh. AOEs sind sehr gut. Wer nicht weiß, was AOE heißt, Schaden, der eben auf der ganzen Map beim Gegner. Schaden, der eben auf der ganzen Map beim Gegner verursacht wird. Hier ist es natürlich nur in einer Reihe, aber das ist sehr gut schon. Und den kennen wir auch schon, für 5 Kosten 4-4, wenn wir ihn beschwören. Und mehr Gesundheit haben als Gegner, wird die nächste Karte, die wir ausspielen, um 6 günstiger. Aber hier würde ich eher zum Feuersturm tendieren, weil der auch Prophezeiung kann und damit sehr stark sein kann. Hier haben wir jetzt wieder Diebstahl, kennen wir auch schon natürlich und alles. Hier haben wir eine sehr große, starke Kreatur, zu der ich auch bis jetzt tendiere, da wir sehr viele kleine schon haben. Hier unten steht selbst Aktion und alles. Wir haben 6 Aktionskarten. Noch 2 Wahlen, wir nehmen den großen, wir brauchen große Kreaturen. Für 3, 2, 2, wenn ich sie beschwöre, stiehlt er alle Gegenstände von einer Kreatur. Für 7, 6, 8, Durchbruch, wenn er Schaden erleidet, ziehe eine Karte, die 0-3 dazugibt, Zwergspeer mit Wächter. Zwergspinne, sorry. Und für 6, 4, 4, wenn wir ihn beschwören, rüstet sich mit 2 teuersten Gegenständen aus euren Ablagestapel aus. Wir haben 0 Gegenstände darum. Der Waffenmeister schon weg. Ja. Situationsabhängig und da wir noch große Kreaturen brauchen, nehmen wir ihn als letztes. Damit haben wir unser komplettes Deck. 9 Gegner erwarten dich. Der Anführer tritt dir als letzter entgegen, aber gegen die anderen kannst du in beliebiger Reihenfolge kämpfen. Wähle deinen ersten Gegner.
Ja. Nach drei Niederlagen ist die Arena-Runde beendet. Wenn wir alle neun besiegen, ist auch beendet natürlich. Wir müssen jetzt hier echt überlegen, was wir nehmen. Ich tendiere hier zu ihr mal. Dann spielen wir mal gegen sie. Lasst die Spiele beginnen! Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen Kreaturen auf der Hand, sonst bringt uns das nichts. Wir behalten aber eine Schadenskarte. Ja, wir haben recht guten Start. Beginnen hier auch direkt mal recht gut. Mit einem 3-2er. Die Macht des Hist durchdringt mich. Reinigt euren Geist und fahrt die Krallen. Hauen ihn direkt den 2 auch weg. Und spielen sie auf der Seite aus. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Aber auf beiden Seiten jetzt jeweils eine Kreatur. Das ist sehr gut schon mal zum Start. Ich hoffe jetzt auf eine Aktionskarte. Wir sind gut. Ja, die bewahren wir uns auf, wenn die Situation echt eng wird. Da haben wir nächste Runde, wenn er die echt angreift, ihn haben. Eure Befehle? Jetzt müssen wir gerade echt gucken, weil jetzt haben wir echt hier gerade die Scheiße an Dampf, wie man sagen könnte. Weg mit euch! Euer Ende naht. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Weg mit euch! Ich hasse diesen Trank. Aetherius ruft euch. Wir spielen hier unsere Flasche aus. Wir müssen einfach vernichten. Sterbt, Fremdling!
des Himmels, leite uns. Forsch mir eure Wunden. Das ist richtig gut. Die überlisten mich nicht. Zeigt mir eure Wunden. Untote, okay. Jetzt muss ich einfach schnell alles töten, was geht. Ja schon. Nice. Die überlisten mich nicht. Fünffache Verehrung, mein Freund. Sagt mir, wo es weh tut. Wie lauten eure Absichten? Kynaret, Geist des Himmels, leite uns! Zürnt mich nicht. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Damit haben wir die erste Partie direkt gewonnen. Und die Unterstützungskarte mit dem Dieb hat uns echt gut geholfen auch. Dann direkt in die nächste Runde, oder? Immer wenn du einen Gegner besiegst, kannst du deinem Deck eine Karte hinzufügen. Wie ist lustig. Dann so eine, die... Ich nehme hier die Fledermaus, die bringt mir eventuell mehr. Je mehr Siege du erringst, desto größer wird dein Preis. Aber es ist leider wieder vorbei. Wir haben ein bisschen länger gebraucht fürs Deckbauen als gedacht. Und das Video ist auch eins meiner längsten bis jetzt.
mit circa 23 Minuten, 25 Minuten. Aber wenn es euch gefallen hat, liked es doch gerne. Abonniert mich gerne auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und beim nächsten Mal geht's mit der Arena-Runde weiter. Bis bald und bis dahin. Viel Spaß.